Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben, es ist Donnerstagabend. Es ist eigentlich schon ziemlich spät, deswegen werde ich gleich den Instant Pot holen. Der macht die Arbeit deutlich schneller als jetzt auf dem Herd. Ich habe den ganzen Tag überlegt, was kochst du denn heute? Was kochst du denn heute? Und dann war ich kurz gerade bei unserem Edeka, nachdem ich bei der Massage war, schön durchgeknetet. Und da habe ich gesehen, dass die Rinderrouladen im Angebot sind. Ich will jetzt keine Rouladen machen, ich schneide nämlich gerade das in kleine Geschnetzeltes. Und dann gibt es heute Rinderpaprika-Geschnetzeltes. Pfanne, wie auch immer. Ich überlege gerade, was ich noch alles da reinschmeiße. Zwiebeln kommt auf jeden Fall rein und Knoblauch. Und dann denke ich mal auch dieses Paprika-Tomatenmark. Und wieder Frischkäse zum Schluss und eben halt ein paar Kräuter. Aber alles der Reihe nach. Und dazu mache ich dann Nudeln, denke ich mal. Ja, Nudeln und Salat. Genau. Das ist jetzt der Plan. Also, los geht's. Ja, warum ich wieder einkaufen fahren musste. Ich habe ja gestern gesagt, Dirk fährt heute einkaufen. Ich Dussel habe vergessen, die Hälfte der Liste ihm aufzuschreiben. Kartoffeln habe ich nicht darauf geschrieben. Und ach. Aber er hat jetzt Erde besorgt. Das heißt, am Wochenende können wir weiter mit den Beeten machen. Auffüllen und was schon ausgesät werden kann. Mit Schutz natürlich drauf. Ne? Wir haben ja so alte Wände von der Duschkabine von der alten. Haben wir ja letztes Jahr schon drauf gehabt. Das war dann provisorisches Anzuchtgewächshaus, wie auch immer. Ja, Christian ist noch gar nicht da. Der ist bestimmt wieder in Hamburg heute. So geht es schneller. So, und solange ich mich gleich um die Paprika und alles andere kümmere, würze ich das Ganze ein bisschen schon mal, dann kann es quasi marinieren, ein bisschen Salz und Pfeffer. Ein Tropfen Öl, damit man das besser verteilen kann. Und mal gucken, was ich da habe. Ich mache mal ein paar Tropfen Teriyaki-Soße drüber. Das gibt dann so ein bisschen besondere Würze. Ups. So, und das Ganze einfach mal vermischen. Und ich lasse das jetzt hier erstmal stehen und wasche mir mal die Hände. Und jetzt geht's der Paprika an den Kragen. Ich glaube, ich nehme jetzt zwei Stück. Und dann an die halbe, die da liegt. So, abwaschen, abtrocknen. Und dann geht's hier los. Ich muss die auch schälen. Ne? Ich habe das schon mehrmals erzählt, warum. Aber erstmal von dem inneren Zeugs hier befreien. Ach ja, und geschälte Paprika geht viel besser durch den Nicer Dicer als jetzt so mit Schale. Ne, weil klappt nicht. Habe ich schon mal ausprobiert. Das ist immer sehr. Das Ding sperrt sich dann immer sehr. Es steht ja eigentlich auf der Verpackung, also Gebrauchsanweisung von Nicer Dicer, dass man Paprika nicht damit schneiden sollte, aber naja. Und ich wäre nicht ich, wenn mir nicht irgendwas auf den Fußboden fallen würde.
Und jetzt schiele ich das, damit mir das besser geht, ne? Also gleich einhaken hier, ne? Mit der geriffelten Seite natürlich. So, die Paprika haben wir jetzt geschält und jetzt hole ich ganz schnell noch die Zwiebeln und Knoblauch. So, ich habe jetzt 3 kleine Zwiebeln Knoblauch und eine Zwiebel, das schäle ich jetzt auch. Und dann will ich anfangen zu schneiden. Kommt schon mal das Fleisch rein. Aber ja, ihr habt recht, ich muss erstmal natürlich das Ding anmachen. Ach komm, anmachen und schon mal vorheizen. So, ich habe jetzt das Programm Anbraten wieder genommen, also sortieren und dann 18 Minuten eingestellt erstmal. Ein bisschen Öl rein. Jo, jetzt wird es heiß und dann kann ich hier die Brutzelei auch schon losziehen. So, jetzt geht es ran an den... Oh, diese ist schon geschält. Ran an den Knoblauch. So, die Nicer Dicer sind jetzt fast schon fertig aufgebaut. Und ich höre, dass das Öl heiß geworden ist. Also wandert das Fleisch jetzt schon mal in den Topf und ich kümmere mich um den Rest. So, und als erstes schneide ich die Zwiebel. Und ab die Post durch den Nicer Dicer. Ich nehme mal wieder den hier und natürlich die Würfelchen, den Einsatz. So, die Zwiebel ist durchgeschreddert jetzt. Und die hole ich jetzt raus und packe in eine Schüssel um, weil ich ja noch die Paprika und so weiter hier fertig machen muss. Und das mal beiseite stellen. Ich rühre mal das Fleisch kurz um. Und schneide ein bisschen die Paprika vor. Genau. Ja, und jetzt durch den gleichen Einsatz, durch das gleiche Gitter, geht es los. Machen die Paprika durch. Fertig. So schnell geht das. Ja, und jetzt noch Knoblauch. Ich denke, mehr kommt auch nicht rein an Gemüse. Ja, und für den Knoblauch nehme ich den Spicy. So, hier geht's weiter. Ich habe jetzt, das brutzelt vor sich hin und ich gebe jetzt schon mal die Zwiebel rein. Dann den Knoblauch. Upsala. Ja, der Spicy ist super, aber das ist doof, nicht so wie bei den anderen, ne? Wenn hier drinnen was bleibt, dann muss man gucken, wie man das rauskriegt. So, dann jetzt ein bisschen Knoblauch rein. Und auch gleich die Paprika rein. Hi, Schatz. Ich wusste nicht, dass der Expert zu hat. Ich bin gerade eben nach Ölse gefahren. So, jetzt kommt die Paprika rein. Und ich lasse das Ganze alles erstmal ein bisschen anbraten. So, ihr Lieben, ich habe gerade ein Problemchen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keinen Paprikatomatenmark mehr habe. Und unser Edeka macht in 7 Minuten zu. Das letzte ich jetzt nicht. Wie doof hin. Ja, dann werden wir jetzt ohne auskommen müssen. Ich nehme jetzt ganz normalen Tomatenmark und ein bisschen von dem scharfen. Ich war fest davon überzeugt, ich habe noch eine Tube. Die hat aber irgendwie Beine gekriegt anscheinend. Oder ich habe sie irgendwo weggepackt jetzt und sehe die einfach nicht. Kann auch passieren.
Ja, jetzt gebe ich einfach ein bisschen noch was von dem Tomatenmark rein. Von beiden Sorten. Rühre das ein. Und dann geht das hier gleich auch weiter. So, jetzt salze ich das Ganze noch ein bisschen. Nachher, wenn es fertig ist, dann werde ich eh noch mal probieren und abschmecken. Und ich gebe jetzt ein bisschen Wasser rein. Habe ich im Wasserkocher noch was? Ja. Kommt ein bisschen Wasser rein. Und die anderen Gewürze kommen auch später. Und jetzt machen wir einfach mal so. Ventil auch zu und dann geht es hier auf dieses Programm. Hier steht, ne? Meat Stew, ach, keine Ahnung, wie das alles heißt. Und wir haben Fleisch, Rind, also, ich glaube, was war das jetzt? Bei Gulasch waren das 20, 25 Minuten. Nehmen wir auch so ungefähr 20, 22 Minuten. Dann müsste es fertig sein, ja. Und ich mache in der Zwischenzeit Nudeln aufsetzen und Salat. So, jetzt gucken wir, was da draus geworden ist. Ich hole mal ein Stückchen raus. So, dann lassen wir das, gucke ich so. Jo, butterzart. Jetzt kommt Frischkäse. Probiere ich mal nach Salzgehalt und so. Und ein bisschen damit noch rein oder Brühe, überlege ich gerade. Der Frischkäse muss erstmal reingerührt werden. Genau, ich habe jetzt die Rinderbrühe. Davon gebe ich ein bisschen was rein. Dann Dill. Und, wo ist das jetzt? Da. Oregano, habe ich gedacht, nehme ich ein bisschen mit rein. Aber zuerst muss ich jetzt mal die Nudeln ins Wasser werfen, weil das Wasser jetzt kocht. Ich nehme mal diese Nudeln heute. Zack. Jetzt dürfen sie es mal kochen. Ja, und dann gebe ich in den Topf hier zu den Geschnetzelten noch ein bisschen Lorbeerblatt. Das Ganze um und lasse das auf dem Programm anbraten. Noch so 6 Minuten kochen. Bedenkt immer, dass beim Programm anbraten ohne Deckel gekocht wird. Und ich gebe noch ein bisschen Soßenbinder rein. Isabelchen hat gerade Salat geschnitten. Wo habe ich mir jetzt die Löffel? Und die Salatsauce habe ich noch vom letzten Mal da, also den Dressing. Ein selbstgemachten mit Joghurt. Das passt dann schon. Also wir haben hier Eisbergsalat, Chinakohl, Paprika, Tomaten, Gurke und ein paar Radieschen. Die Radieschen, die habe ich geschält und dann klein geschnitten. So. Und jetzt heißt es nun warten, bis alles fertig ist, bis die Nudeln fertig gekocht sind, ist das dann auch schon fertig. Und dann wird gegessen. Und ich quatsche jetzt mal eine Runde mit euch. Ich habe eine Frage, das betrifft meine Videos, meinen Kanal. Ich wurde angesprochen darauf, dass mein Intro zu lang ist, dass man am besten eigentlich gar kein Intro braucht.
dass ich gleich anfangen soll, ohne dass vorher dieses, ne, wo ich mit Musik und so. Und ja, jetzt ist eure Meinung gefragt. Das wäre jetzt die Meinung von einer Person. Was sagt ihr anderen dazu? Soll das Intro so bleiben? Und wenn nicht, ist vielleicht jemand von euch bereit und da auch ein bisschen kundig und macht mir ein neues Intro, das dann vielleicht richtig kurz ist, keine Ahnung, 10 Sekunden. Also ich bin dafür zu doof, ich habe das einmal probiert und irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Genauso wie mit dem Kanal Banner, ich habe immer noch diese Wiese da. Eigentlich wollte ich da so eine Collage aus Ausschnitten, entweder aus dem Video oder einfach mal meine Fotos, was ich so habe, eben meine Gerichte oder ich habe ja dann ein paar andere Fotos, wie als Familie und Garten und so weiter. Also, wenn jemand mir helfen kann, meldet euch bitte von mir aus auf Instagram oder auf Facebook, auf Messenger und so. Ich würde mich freuen, wenn jemand sich bereit erklärt, das zu machen. Und eben mit dem Intro bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Soll ich es so lassen? Soll ich das ganz weglassen? Oder ja, eben was Neues. Oder vielleicht 2, 3 verschiedene. Wenn es ein Video mit Garten ist, dass ich dann ein Intro zum Garten habe. Und wenn das Video mehr mit Putzen ist, dann irgendwas zum Putzen. Eben auch, ne? Und wenn es normal so ein Vlog ist, wo alles zusammen ist, halt eben auch dazu eigenes. Aber ich kriege das selber nicht hin, also ich weiß nicht. Ja, meldet euch in die Kommentare oder wo auch immer und sagt mir eure Meinung. Ne? Also ich bin gerade so ein bisschen verunsichert, was das angeht. Und nichtsdestotrotz, ich bin gerade auch begeistert. Es hat sich innerhalb von 2 Tagen, so viel ist getan, es sind über 10 Leute dazugekommen. Ich habe jetzt gar nicht die letzten 5 Stunden reingeguckt. Keine Ahnung, was sich da jetzt noch getan hat, ob da jetzt was ist noch, ob da nur jemand dazugekommen ist oder weg. Naja, einer weg. Aber es sind trotzdem schon über 550 Abonnenten. Das freut mich echt tierisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Okay, das war jetzt erstmal dazu. Wir warten ab, bis alles fertig ist und dann melde ich mich wieder, wenn das Essen fertig ist. So sieht es gerade aus. Ja, und so sieht es aus, wenn es fertig angerichtet ist. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Die Familie geistert hier schon durch die Gegend und guckt immer wieder, wann es endlich was zum Mampfen gibt. Ich rufe die jetzt alle zusammen, dann werden wir essen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt gesund und schöne Ostern.